Hunde. Allein die Bundespolizei beschäftigt rund 450 Gebrauchshunde. Angeblich vor allem als Spürhunde. Sie werden aber mehr und mehr auch als Mittel zur körperlichen Gewalt missbraucht, zum Beispiel um friedliche Demonstrierende einzuschüchtern. Die aggressiven Tiere werden auf Menschen losgelassen und damit Bisswunden in Kauf genommen. So etwa bei zwei Menschen auf einer Demonstration gegen die NPD in Delmenhorst 2010. Ja, seinerzeit in Düsseldorf bei der Demonstration vor dem spanischen Konsulat wurden gegen Occupy-Aktivisten auch Hunde zur Einschüchterung eingesetzt und den Demonstranten auch ganz klar erklärt, dass man bereit ist, die Hunde auf sie loszulassen, sobald sie nur auf die andere Straßenseite gehen.